500 Subs. Oh nee. Karuma mit 100 Subs, weil ich die 8. Arena darin besiegt habe. Rede. Oh. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, echt. Liebe. Frühstücks-Naschi-Bombe. Dragonier. Ja. Oh, starke Trainer hier. Hilfe. Vielen, vielen Dank, Liebe. Dankeschön, echt. Was soll ich sagen? Eben. Vielen Dank, Jupp, auch vielen Dank. Für 4 Jahre, Liebe. Das ist auch kaum klar. Das ist so verrückt, was du machst. Das ist so verrückt, bitte dich. So, also erstmal ist Priorität vor Dratrini-Chat. Was? Was willst du jetzt hier, Bastardfähig? Bevor wir jetzt hier auf den fucking Dratini gehen oder so. Gengar. Gengar, Gengar, Gengar. Immer noch live. Schere. Gengar hochleveln und dann. Was gefunden? Achso. Ah, die Schnauze halten. Oh mein Gott, du musst 5 Pokémon dabei haben für Dratini. Wie? Kannst du aber, das kommt doch in die Box oder nicht, das Viech? KI von normalen Random Trainerin Split ist pretty much RNG und was sowas mit T5. Reflex und so. Achso. Wie, der Trainer geht nicht in die Box? Wie? Macht sie auch besonders oder was, dass ich in die Box will? Fähig. Das ist dumm. Alter, wir hätten dann, wenn Gengar hochkommt, haben wir gerade mal 3 Pokémon auf dem decent Level für die Top 4. Digga, und wie stehen die Odds, dass davon keins stirbt? Die sind gleich 0, die Odds. Ich muss da halt so bedacht kämpfen, dass ich ja geisteskrank, das wird so krachen. Boah. Wie ist es nicht drauf? Gespammt hat, aber jetzt richtig gemacht. Hat's doch gespammt, hä? Das hätte halt einen Hyperstrahler machen müssen, ne? Zeta King. Wenn es das kann. Hyperstrahl hätte krachen können. Brauchst du 55 bis 60 bei allen Gänsepimmel. Okay, ein doppelter Gegner, super. So, und wir haben gelernt, Chat. Wir haben gelernt. Nicht Ampharos und Lashoking, das wäre eine eklige. Ach du Scheiße. Ich mach gleich nicht diesen Aufladeschlag auf jeden Fall. Mit Lashoking. Das mache ich garantiert nicht. Ich werde mein Lashoking nicht umbringen, Chat. So, ich mache hier aber wieder keine Ampelleuchte. Ganz, ganz, das sind nur Dratinis, Digga, scheiß drauf. Blizzard, greift das auch allein, Chat? Blizzard? Ich mache einfach Dings hier, ich mache ganz sicher scheiß drauf. Greift Blizzard auch mein Ampharos an? Ah. Gengar macht Meter, super Gengar. Imagine, ich hätte es vergessen und mach das wieder und bring mein Lashoking um. Wird das Lashoking töten?
die Attacke? Flammenfokus? Hat Spezial. Nee, wird's nicht töten, oder? Niemals. Also, ja. Wäre sehr, sehr traurig für Malasho King. Ja, Gengar macht gerade gute Meter hier. Gengar macht gute Meter. So, spawnt hier nichts. Ich kann wirklich. Ah, hier mal kurz gucken. Spawnt hier nichts im Wasser? Ah, doch. Spielst du Nuzlocke? Nee. Nur so ein bisschen mäßig. Wenn ein Pokémon stirbt, darf ich es nicht mehr benutzen. Aber ich darf frei catchen, was ich möchte. Alter, wie addicted ich bin, ne? Ist das krass. Ach, warte mal, immer mehr. Was soll der Geiz? Alles gestorben. Ach, kann ich mal zeigen. Wie geil das aussieht. Nice. Oh, hinten noch ein Eingang. Was ist hier noch so? Sneaky. Hier ist doch irgendwas. Warst woanders, Kinder. Hier muss was sein. Das ist das Spiel. Items, die haben aktuell irgendwelche Bären. Ich hab denen noch vom Kampf irgendwelche Bären gegeben, falls sie low droppen, weil ich Angst hatte. Drachenzahn. Ist das hier ein Unterschied? Ob ich hier. Lol, ich hab dieses Schiff gar nicht mitgenommen, diese MS Aqua. Fällt mir gerade ein. Oh, willkommen. Aber nicht doch. Du musst ihn nicht verfertigen. Was sind Pokémon für dich? Hunde. Freunde natürlich. Strategie, Training. Beides. Verstehe. Welche Sorte vom Trainer willst du am liebsten kämpfen? Starke Trainer, natürlich. Ja, Pokémon trainiert. Harte Bandagen, Liebe, Weisheit. Natürlich Weisheit. Starke Pokémon, schwache. Starke. Starke. Sagst du, ich hab den nicht verstanden. Was hast du gesagt? Beide natürlich. Jeder ist sie. Lass mich raten, weil dir ist Opfermals verloren. Achso, er schenkt mir ein Dratini. Ach du Kacke. Und ich kann es nicht nehmen, weil ich kein Ei habe. Quark oder Drachenohren, rede. Ich hab Quiz verkackt. Aber ich kann's ja noch fangen, oder? Ach du Scheiße, Schere. Zwischen Oliviana und Almodo City gibt es einen Ort, den man Strudelinsel nennt. Tief unter den Inseln befindet sich eine Höhle, durch die. Das heißt, Lugia. Kameradenstrategie, jeden, Liebe und beide. Aber
Aber ich kann doch unter Sini fangen, oder nicht? Das wäre jetzt der easy way gewesen, ne, natürlich. Einfach fangen und dann ist gut. Und dann, einfach richtig beantworten, dann ist gut, ne? Aber ich habe auch mein Herz gehört, Chat. Soll ich was sagen? Welches Level ist das Lugia? Level 80? Kann ich hier nochmal reingehen? Der Rhythmus gefixt, keine Ahnung. OTM, okay. Drachenodem. Drachenpuls. War es nicht damals Drachenodem? Von Route 27 nach Osten. Warum schon wach bin? Ich bin süchtig. Angel in den See. Ach, Digga, ich weiß nicht, ob ich einen Dauern haben will. Ich feier Dauern nicht so irgendwie. Schere. Das ist okay, so. Ist schon ein nice Pokémon, aber es ist nicht so, wo man abgeht. Hey, guck mal hier. Erstes Pokémon, Nettatini. Warum denn? Hä? Ist das gerade Lucky gewesen, oder? Mega Luck? Achso, okay. Ich hab wirklich dann teilweise viel Luck. Warte mal eben. Drachenwut. Kann das schon. Fichtenmog, danke für die 8, Liebe. 3%. Crazy, ich hab so viel. Vorhin First Try Labras, First Try Lavita. Flüchtet das Viech in der Chat? Jetzt bringt's Gengar um. Ja, was überlebt das denn? Na komm, Entor, mach mir dann einen Job, Bastard. Entomog. Guten Morgen, Jeans. Guten Morgen, alter Chat. Guten Morgen. Wie lange bin ich jetzt Live-Chat eigentlich? 9 Uhr, Mann. Der Rhythmus ist echt gefickt, Mann. Der Rhythmus ist echt gefickt. Oh man, du kriegst hier einen schönen Pokéball. Einen kleinen Heilball. Zack. Da passt es auch gut rein, finde ich, von der Optik. Süßes Tini. Zack. Windhose, ach du Scheiße. Jetzt geh doch rein hier, bitte. Alter, geh mir. Höhle vielleicht Finsternisball, okay. Mal abfeuern. Was macht der hier? Ein anderes Geschlecht haben als sein eigenes. Schere. Ausraten nochmal das Pokémon Smaragd. Ist nicht Smaragd, Saphir. Rubin und Smaragd. Waren die zu dritt? War es auch ein Dreier gespannt? Nochmal Donnerwelle. Achso.
Ich habe gedacht, Chat, wir feuern Pokémon in 4-5 Stunden weg. Also das wäre es vielleicht nicht gewesen, aber hätte ich halt ohne diese Regel gespielt mit dem Freilassen und so. Rede. Dann wären wir jetzt schon wahrscheinlich sehr, sehr weit, oder Chat? Hätte ich hier meinen Starter und so noch. Top 4 maximal. Nein, Bruder, bitte, hä? Digga, weißt du, wie viel Zeit ich verschwendet habe, weil mein Onix weg war, mein Zubat und so? Bitte dich. Ah, oh, okay, Lind. Also, das wären nicht 4 Stunden geworden, aber trotzdem wesentlich schneller halt. Gehe ich jetzt direkt zu Top 4? Oder dauert das noch ein bisschen, bis ich da hinkomme? Weil das wird, Digga... Top 4 wird ein Ruffy McTuffy. Aktuell bin ich, aktuell mit dem Pokémon kann ich die Top 4 vergessen. Warum kommt der Stricher-Rivale nicht nochmal? Ah ne, der kommt wieder in der Höhle jetzt. In der Höhle zu der Top 4 kommt er, glaube ich. Ist der Dedicated Engine natürlich. Meisterball. So. Wir haben hier ein paar legendäre Pokémon. Warte mal, ich kann auch einfach den Meisterball voll auf das Lugia. Hey, ich frage mich einfach Lugia. Man hat einen Meisterball für ein heftiges Pokémon. Und welches will ich haben außer Lugia? Gar keins. Ich will Lugia haben. Einfach schmeißen und gut ist. Ho-Oh, ich feier Lugia mehr als Ho-Oh. Ho-Oh ist auch ganz cool, aber... Aber Lugia ist schwer zu leveln, Chat, ne? Kann ich das schnell zu Lugia, Chat? Ab geht's, Chat. Oh nein, hab ich genug Tränke dabei? Oh nein, Tränke. Oh nein. Oh nein, meine Tränke. Kotz gleich. Ich schwöre, ich kotze im Strahl. Deswegen bin ich richtig schlecht gerade. Seid ihr bereit? Ich bin nicht bereit. Ich lauf. Ich geht. Mal gehört, dass Lashoking ist schwach gegen Geist, Käfer, Pflanze, Elektro und Licht. Bruder! Geist, also komplett schwach, Geist, Käfer. Ja, ich hab genug Tränke stehen. Amphoros. Stimmt, was ist hier die Gefahr für Amphoros, ist die Frage, Chat. Amphoros hat weniger Probleme, no? Ich hoffe, ich sofort gegen Aquana. Achso. Komm, jalla hier, komm. Das soll ja gerade Abfahrt, Chat. Also Abfahrt ist sehr stark, hat nur eine Schwäche. Nur eine richtige Schwäche, Boden. Bitte Aquana. Nach Tara. So, was ist das? Unlicht. 38, Unlicht. Käfer, Ampelleuchte rein da. Fokusstoß, perfekt. Amphoros sei treu sofort. Sei sofort treu. Untreues Stück Scheiße, du. Finsteraura. Nach Tara, ich geht's. Ampelleuchte sofort!
Sehr effektiv sogar. Oh, Ampelleuchte. Gut, gut. Volltreffer, Oh, also das ist nur Typ Unlicht und das Pflanze gut gegen? Bruder, ich hab. Also das. Wie kann man. Das kann ich auch alles gar nicht wissen. Sofort einen Übertrag rein, sag ich. Oh, das wird gut Geld geben, gute Erfahrung. Sehr geil, man, dass man eine Käferattacke gelernt hat. Das ist gut für das Moveset, man. Ein bisschen Variety für uns. Sehr nice. Zuflucht, was haben wir hier? Muffe. Paralysiert. Hands out. Oh, nur ein Para-Heiler. Gar nicht so nice. Pflanze ist total gegen Unlicht. Aber warum ist denn sehr effektiv? Was ist denn das Viech hier? Pflanze und? Unlicht und? Ach du Scheiße, Mann. Nach Tara haut rein. Ist ja richtig unangenehm. Wird die Attacke immer stärker? Kann das sein? Nee, das war Volltreffer eben. Nee, Ampel leuchtet sofort. Und sofort her mit den Punkten für Ginga auch. Sofort. Rede. Oh, das gibt ja richtig Erfahrung stark. Liebe für den Ampharos-Call. So, die nächste bitte. Sofort her mit Marquana. So, das ist nur Psycho. Ach, die haben immer nur einen, Typ Schere. Das ist Psycho. Nasenbluten, Bruder. Scheiße. Psychokinese mit einem Volltreffer wäre over gewesen, ne? Kann das voll hitten, bestimmt, ne? Alter, ist das spannend. Der Lecco Mio. Easy? Volltreffer ist tot. Was für easy? Volltreffer und es stirbt. Gott, wir haben noch drei weitere, ne? Bevor das Blitzer her. Muss ein bisschen runterkommen. Lamara. Antiox, vielen Dank für die 5 Sachs, mein Liebe. Vielen Dank, Bro. Oh, das kann wahrscheinlich auch Flammenwurf einfach. Das wird aber Flammenwurf rausfallen die ganze Zeit. Liebe. Ah, Lasho King, stimmt. Lasho King. Hab ich ja ganz vergessen. Haben wir auch noch. Schere. Flamara, Feuersturm. Boah. Oh mein Gott, wie geil der aussieht. Alter, das macht ja so einen Schaden. Oh, Lasho King, total stark. Ehrlich? Oh nein. Okay, brennt. Okay, juckt mich. Guck auf den kleinen Surfer, Nutte. E.
So. Jetzt noch zwei Blitzer. Blitzer und Tiana haben wir noch, korrekt. Aquana, hä? Was fehlt denn am Tiana? Wahrscheinlich fehlt dann Blitzer. Hat das irgendwas für mich? Glaube nicht, aber warte, deswegen einmal heilen. Ruckzucki vielleicht, hat nichts für mich eigentlich. Donnerwelle. Das ist unangenehm. Donnerwelle ist unangenehm. Schmeckt gar nicht. Oberstoß, Jella. Doppelteam geht. Das sieht cool aus. Ja, das mache ich gerne. Aber was ist so treu dafür? Lässt sich hier nicht lumpen und feuert ab. Boah. Okay. Okay. Wenig Schaden. Ist Blitzer auch ein Tank? Lohnt sich das überhaupt hier irgendwie? Macht Hyperheiler auch so Genauigkeit weg von Rauchwolke und so? Nee, ne? Donnerblitz. Oh, wie geil sieht Donnerblitz denn aus? So cool bei den Attacken. Alter, aber guter Schaden. Zuflucht. Das macht schon echt guten Schaden, leider. Ampelleuchte abfeuern. Sofort jetzt ZZ. Okay. Ich werde kein Risiko mehr eingehen zukünftig. Ich werde die ganz sicher spielen. Ampharos, Lashoking, tot ist gleich sofort GG. Ist sofort vorbei der Run. Donnerwelle, ich wusste es, Mann. Oh, du untreues Stück Blitzer, du. Sherman, danke für den Tier 2 im zweiten. Der wichtigste und auch der Tier 2. So nehme ich. Rede. So, Blitzer, weg mit dir. Johannes, danke für die 4. Johann, sorry. Los. Oh, das sind alles so gute Punkte hier. Gengar, Feuer ab da. So. Ha, ich scheiß mich zu sehr ein. Beim achten Ohren habe ich meinem Lashoking nicht so vertraut oder diesem Move. Diesem Auflademove habe ich sehr unterschätzt. Und hier einfach, ja. Ampharos, super stark. Aquana, geht. Oh. Aquana finde ich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Vielleicht sogar mit das schönste von allen. Feier Aquana richtig, sag ich ehrlich. Ladungsstoß, Jella. Surfer macht Schaden. Oder? Boah, ist das spannend. Ich finde Aquana sehr schön. Spammt die ganze Zeit Surfer. Und cool. Das macht's ohne Volltreffer. Boah, guten Schaden, echt. Spammt die ganze Zeit, ne? Ist das krank? Bringt's mich um mit. Ladungsstoß! Ampharos, Feuer ab! Oh. Ist tot, oder? Muss tot sein. Okay. Crazy. Sehr, sehr crazy. Was tankt denn das? Das muss ein Tank sein. Hilfe. Kannst du das tanken? Sonst immer fast alles gewonshot gefühlt.
mein Gott, das ist die Gier, Mann. Das ist echt spannend, Bruder. Ich sag's euch ehrlich, Freunde. Echt spannend. Vielleicht einmal auf Sandan wechseln, maybe. Sandan an die Wand fahren, das ist das Stück Scheiße. Warte mal eben, ich kann doch einfach auf Lamos switchen, no? Das ist irgendwas für Lamos? Für Latschuki hat es doch nichts. Brennt halt. Entoron? Oh, Entoron, maybe auch. Aber es ist entspannt. Ich glaube, wir sind am Chillen. Ist das irgendwas anderes? Das ist echt, das ist super spannend, Mann. Trotzdem guten Schaden. Ah, ich werde hier trotzdem einmal. Ich spiele es. Ich habe die Filme oft genug an die Wand gefahren. Ich mache jetzt hier einen ganz entspannten Hasen. Erstmal heilen. Kann keins dieser Pokémon verlieren. Aurora-Strahl. Du heiliger, das Eis. Igitt. Ey, ist das Viech dumm. Niklas, einfach den Zap, Liebe. Prost. So, jetzt machen wir hier das drauf. Hyperheiler, feuern wir ab. Und jetzt sind wir am Chillen. Oh. Ruckzucki, geht. Ich mach's mit dem Surfer. Das ist respektlos hier. Ich kann das nicht. Weil ich keinen Respekt habe. H2O Absorber. Ist das krank, weil ich keinen Respekt habe, ne? So, dann Kopfstoß, Jalla. So nämlich. So. Oh. Super. Das war ein Juicer, auch finanziell gesehen, Rede. Die Gischtglocke. Gischt. Gicht. Wichtig, 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 wichtig. Die ist gütisch. Okay. Boah, mein Gott. Das war krass. Das war krass. Und bei Lugia kann ich einfach, sobald der Fight losgeht, sofort Ding schmeißen, oder Chat? Ich schmeiß sofort einfach Meisterball. Das Ding sofort over, oder? Da kann das Ding irgendwie ausweichen, ne? So, gibt's hier nur einen Eingang jetzt? Ne, gibt mehrere. Und ist das die Haupthöhle hier? Knirscher ist Kreis X für Naschoking, ehrlich gesagt. Es gibt vier Höhlen, ne? Es gibt doch mehrere Höhlen. Right? Ganz out. Ganze Pimmel. So, eine Höhle, vier Eingänge, okay. Kann das du ja gleich Shiny spawnen, Chat? Hä? Nee, jetzt falsch. Der Eingang hier ist scheiße. Ich muss zurück. No? Warte. Wenn du Horrorblick used und dann raus switch, ist der Effekt auch gone.
Oh. Oh. Ach du Scheiße. Ja, das ist ätzend. Ich kann ja niemals mit Gengar da bleiben. Knirscher, Gengar sofort tot. Ja, okay, das ist die Firma, actually. Jack, moin, es geht ab. Hab ich hier noch was übersehen? Irgendwie einen Trainer oder so zum Kämpfen? Ah, die hier für... Ne? Oh. Ich glaube, die ist es hier. Obwohl, Stuhlinseln. Nicht gepennt, ne, Rhythmus irgendwie im Arsch. Ich bin am Buckeln und am Machen, Chat. Neues VOD online, hochladen, müsste eigentlich online sein. Warte mal eben. Da war ich doch eben. Auch nicht. Ich merke das gerade. Das ist es hier nicht. Wir haben ja heute Mario Kart aufgenommen. Mit Taupi. Waren das drei Folgen, die wir aufgenommen haben? Das heißt, wir haben die ganze Woche sicher. Okay. Oh, maybe heute nur zwei aufnehmen, sag ich. Wann schreibt mein Manager? Oh, Lou, mein Lou. Vielleicht eine Abstellung für Speicher Nugia mit Hyperball fangen. Ja, das Ding ist. Es fühlt sich so, ich könnte es halt auch, wie es machen, würden auch die meisten sagen, ist gültig. Glaube ich, aber. Ich habe halt irgendwie Bock. Das ohne zu machen, ohne Speicher und so, weißt du? Ja, Lugia kann Firma werden. Also entweder fange ich's oder ich töte es. Die Frage ist, das ist Psycho. Also Lugia kann man einfach aus locker one-shotten, right? Wurde quasi getauscht. Das ist Gengar. Es gibt hier schon mal 15 legendäre Pokémon. Wäre auch geiler für den Grind. Aus wie er leer, Gänsehaut. Lugia mit Meisterball, weil ich das von allen am meisten feier. Und dann halt die. Obwohl, die Hunde brauchen wir auch gar nicht. Wir brauchen gar nicht Enteral große Region, leider. Wäre halt irgendwie cool so für die ne, Vollständigkeit so, aber brauchen wir auch, wie es nicht. Sind eh schwer zu leveln. Wäre halt cool, die zu haben, sodass man sagen kann, ich hätte die gefangen. Legt nichts ein für die Elfliebe. Boah, Gengar feuert ab. Nee, ich kann keinen Hyperball schreien. Kann ich nicht. Weil es mich one-shottet. Sowas kann ich mir nicht erlauben. Der erste Hit kann sofort ein Volltreffer sein.
Falsche Höhle. Oh. Ist hier irgendwas? Ist Ente denn stark? Hat nur Feuer, ne? Oder mockt Ente? Nächste Challenge, Nuzlocke, wir machen Nuzlocke. 100% machen wir Nuzlocke. Aber würde ich gerne in Saphir machen, weil Saphir habe ich auch sehr gerne gespielt damals. Gänsepimmel. Rechtsrede. Ist Ente in Tank? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich so Glass Cannon auch. All-time favorite Leggy, also. Ich hatte damals nie Kyogre, aber Kyogre finde ich halt sehr geil von der Optik und Lugia, würde ich sagen. Ich glaube, wenn wir nur noch Optik gehen, muss ich schon die beiden nennen, glaube ich. Boah, und wenn sogar maybe Kyogre. Ich finde Kyogre ist so ein schönes Viech. Ich will häufig aber nicht. Achso, das ist. Na gut. Ich hoffe, ich habe alle Sachen dabei, die ich brauche hierfür. Bei Quas habe ich disrespected. Ist auch sehr krass. Also Pimmel. Was war das für ein Ball? War da wichtig? Oh, keine Pokémon hier? Sehr gut. Schere. Darkrai. Zum Beispiel keine Ahnung, was das ist. Darkrai. Selkom habe ich mal auf einer Pokémon-Karte gesehen. Ist halt nicht mehr meine Generation, ne? Die Altglissor, so kenne ich noch. Gluak ist ja alle. Ich finde Gluaks overrated, sage ich. Oh mein Gott, wie geil sieht das hier aus, Chat. Oh mein Gott, wie geil sieht das aus. Wow. Oh, schöner Spukball hier so abfeuert. Also, dass es ein Remake ist, ist so geil, ne? Dass die da so ein bisschen was verändert haben optisch. Weil das war garantiert damals nicht annähernd so schön wie hier jetzt gerade. Nicht annähernd. Das ist schon so echt Saphir-mäßig, ne? Vom Setting.
So, Weg scheint hier nicht schlecht zu sein. Hier ist noch ein Stuhl gleich. Okay. Heißt mich hier unten, oder? Schlaf tief im Auge und was auf als erwachen und sich uns. Oh mein Gott. Ich hab's, oder? Ich hab's. Jetzt kommt's. Oh. Wow. Wow, wie geil das ist. Boah. Wie schön. Wow, ist das geil gemacht. Wunderschön. Holt mich so ab. Seit Urzeiten erzählt man sich hier von ihm, dem Schutzpatron der Meere. Schon viele vor euch haben sich dann versucht, das Gleiche zu erreichen. Doch alle scheiterten sie kläglich. Denn Quarko, ihr hattet endlich Erfolg damit. Weil euer Herz mit der Klangglocke in Einklang stand. Seht nur, der Quarko Lugia scheint darauf, dass jemand für ihr in Erscheinung tritt. Gewalt zu haben. Wow. Wow. Ist das krass. Komm, Lasho King, und abfeuern. Ist das schön. Du bist es mir wert. Du hast es verdient. Guck mal, wie schön es ist. Wow, ich komm nicht klar, es ist cool. Noch kurz genießen. Es soll auch keinen Schaden nehmen. Es ist würdig. Es ist würdig, dem Team beizutreten. Der beste Ball, damit fängst du garantiert jedes wilde Pokémon. Wie geil, boah. Da, 100% der richtige Call gewesen. 100% der richtige Call gewesen. Einfach Meisterball, Lugia, fang und gut ist. Ist das schön. Man berichtet, es sei der Wächter der Meere. Der Wächter der Meere, auch sehr geil. Man habe es im Herzen eines tosenden Sturms gesehen. Also in der Box ist es ein bisschen traurig. Und jetzt mich hier die Angel reinhalten, sag ich. Die Route mal.